Ich würde sagen, wir machen die beiden Anhänger voll. Die Grünen kriegen die weg und dann wartet der scheiß Platte. Also brauchen wir aber noch einen Gruber. Kein Thema, du hast doch das Geld. Na, du hast doch das Geld. Auf mal. Ja, auf der anderen Map hatte ich ja offen, da wäre es kein Thema gewesen. Wenn wir jetzt auf der anderen Map, dann, naja gut, das hätte den Zuschauern aber keinen Spaß mehr gemacht. Im Endeffekt, weil, ne, vom Kontostand und alles. Spaß? Gut, wie mache ich das jetzt? Einfach H. Aber einen Traktor könntest du, glaube ich, noch kaufen. Sie besitzen dieses Feld nicht? Was erzählst du denn für Scheiße? Auf welchem Feld bist du denn? Ach, leg mich doch am Arsch. Jetzt steht mach doch dein da PDA an, da wird's angezeigt. Das stimmt. Oh. Ja, nochmal einmal. Geil, richtig geil. Alter, du bist ich sollte den mal... Leute, also, nehmt mir jetzt nicht viel über, aber ab und zu kann der Kerl mal richtig beschränkt sein. Mit dem richtig. Nee, ich glaube das. Richtig. Ich glaube, das nehmen sie dir nicht übel. Alter, nee. Wenn man nicht weiß, was man für ein Feld hat. Scheiße. Dann ist doch klar, dass man PDA anhat, damit man sieht, welches Feld man im Besitz hat. Nee, ich habe die ganze Zeit den PDA ausgehabt, weil ich ihn ja nicht gebraucht habe, weil ich ja nur Blätter häckseln musste. Sollte. Und alles nur deine Schuld. Mann, da fahre ich einmal um dieses Feld herum und dann nochmal daran vorbei. Und dann festzustellen, dass du doch noch das falsche Feld genommen hast, Alter. Heieiei. Ach man, so macht das Leben Spaß. Und dir als Zuckerrübenbauer macht's auch Spaß. Ja, voll. Deswegen sage ich ja, schnell wie möglich grubber und dann von der anderen Seite anfangen. Bis der dann bei uns ist, bis dahin. Ernten wir dann ab. Okay? Brauchen wir noch einen Traktor, ne? Haben wir ein Problem. Auf jeden Fall, einen brauchen wir dann noch. Können wir wenigstens zwei Helfer einstellen? Und wir beide haben selber dann noch ein Fahrzeug. Ja, mir reicht's, wenn wir ganz viele Traktoren kaufen und nicht mehr das ATV. Dann machen die alles und ich hab ein Fahrzeug. Oh. Anhänger ab. Die anderen Anhänger wiederholen, Alter. Guck mal, auf unserer anderen Map, da haben wir so viele Traktoren, so viele Anhänger haben wir gar nicht. Ja. Da kannst du wirklich sagen, für jedes Gerät haben wir einen Traktor. Und dazu muss man ja sagen, wir haben jedes Gerät mindestens einmal. Ja, vor allem haben wir einige Millionchen an Geld. Ey, sag mal, hattest du nicht gerade einen Helfer eingestellt? Ja, wieso? Ich mach mal. Willst du dich doch verarschen? Haha. Wenn ich auf der anderen Seite bin, dann fährt er immer noch weiter. Wenn nicht, dann gibt's Haue. Dann fahr ich ihm in die Bahn. Ist mir egal. Hat es nicht verdient, hier Helfer zu sein. Dann krieg ich da keinen Cent von mir. Sollte dieses Blatthäcksler vielleicht auch mal anmachen. Gott. Jetzt stehe ich drin und alles ist weg. Alter, das ist ein bisschen da. Alter. Naja. Hallo, kommen die zwei, die 20 cm da vorne, die ich jetzt nicht mitgemacht habe. Ja, komm, scheiß drauf. Sorg mal noch zwei Traktor und einen Grubber. Lass mal von der anderen Seite anfangen zu grubbern schon. Ich meine, du willst sowieso das Feld weghauen. So die Hälfte. Definitiv und dann gleich Gerste anpflanzen. Das einzige, ehrlich gesagt, was ich gerade scheiße finde. Ich darf die Anhänger holen, dann darf ich wieder umkoppeln, dann darf ich die Erntemaschine wieder anschmeißen, dann wieder das Zeug wieder rüber. Dann darf ich wieder umkoppeln, die Anhänger wegfahren, dann darf ich die Erntemaschine wieder. Schau mal mich an. Ich darf Gas geben, darf ich umdrehen? Darf ich ja, Gas komm, geben? Wann andere darf ich kannst umdrehen? Du doch nicht. Darf ich Gas geben, dann darf ich umdrehen? Ich hab ein geiles Leben. Nur um Gas geben. Wann andere kannst du doch nicht.
Ein gewisser Österreicher wäre stolz auf mich. So ist es. So wird es so zusammen. Jo, weiter geht's. Weil ehrlich gesagt, gerade bei den Maschinen, wo du einen kleinen Tank hast, wäre das schon nicht schlecht, wenn da mal einer nebenher fahren würde. Ja. Na gut, der erste Anhänger ist schon gleich voll, ne? Gerade mal zweimal reingelassen. Aber pro Anhänger dreimal Erntemaschine entlernen, sind die Anhänger voll. Ja, und dann ist so eine Haltfeldallee. Jo. 11.990. Was war das denn, ja? Das war mein Handy. Das ist der Akku lädt. Ja, das ist das Geile, das ist das Geile bei meinem Handy. Wenn der Akku voll ist, dann... Ja, ist gut. Dann zieht er erst einen Saft vom Akku. Und wenn der Akku dann wieder eine bestimmte Prozentzahl erreicht hat, dann lädt er den Akku erst. Du, ich sah jetzt die Handymarke nicht. Jetzt wäre das wieder Schleichwerbung. Knurre. Aber im Endeffekt, Felix und ich, wir haben das gleiche Handy. Schleichwerbung. Vom gleichen Hersteller. Schleichwerbung. Ja, weil die den Hersteller, meinen Hersteller schon gehört haben. Die haben nur noch Betonung vom letzten Mal. Achso? Ja, Schleichwerbung. Aber ich habe mir gestern Minecraft fürs Handy geholt. Schleichwerbung. Hab mir mal gedacht, ich probier's mal aus, weil die das Demo jetzt auch hierher. Ja, und ist auch egal. Die Demo ist halt eine Free App. Da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich kann das nicht gut sein. Und der ist zu geizig, um Geld auszugeben, damit er mehr spielen kann. Könnte, wenn er mehr Features hat. Ich habe mir erstmal nur die Demo runtergeladen. Und hat er sich beschwert, gucken, dass so wenig Features dabei sind. Nö, nee, habe ich nicht. Nee, das hast du. Ja. Du hast es dann nachher auch noch ausprobiert und hast dich beschwert. Ja. Nicht ich. Ja, aber für eine Demo ist halt schon. Ja, aber ehrlich dabei gesagt, also für ein Handy-Game eigentlich schon gar nicht so schlecht, ne? Mhm. Ich habe gerade festgestellt, ich habe einen Problem. Und das ist kein Handy-Game, das ist ein Smartphone-Game. Dann sagt man ein Smart. Man sagt ja, ja jetzt nicht mehr Handy, ne? Das ist ja zu altmodisch. Und ich rase hier überall an den. Also irgendwann kommt da ein Touchphone. Touchphone? So genau dasselbe schon mit dem Smartphone. Was ist denn der Unterschied bitte? Bei Touch. Ja, deswegen heißen die doch Smartphones. Oder nicht? Hab ich da irgendwas falsch verstanden? Klappt mal bitte auf, danke schön. Bitte schön. Reicht doch als Erklärung, oder? Ja, bitteschön ist gut. Bitteschön ist gut. Ne? Dann passt doch. Nein, ich will das noch häckseln. Nein, ich will das nicht häckseln. Fuck, ich hab's nicht. Ja. Frei nach dem Motto, ne? Deine Mutter. Träger überfahren. Dein Vater vom Träger überfahren. Was machst du? Träger fahren. Oder? Ja, ja. So nach dem Motto spielst du doch gerade, oder? Old but gold. Ne? Ja. Oder wie schaut's aus? Nach dem Motto spielst du doch gerade. Naja, ich fahr halt. Ich fahr halt ein paar Mal übers Feld und sammel danach. Danach sammel ich den Rest ein, den ich. Die abgetrennten Gliedmaßen. Übersehen. Ja. Da wird der Rest nochmal klein gehäckselt. Ne? Das ist nämlich ein Horror-Game. Landwirtschaftssimulator. Also in Wirklichkeit macht man da nichts anderes, als seine Mitmenschen zu zerfetzen mit seinen Maschinen. Und das, was dann dabei rauskommt, kommt ins Silo. Genau, wolltest du den noch einen zweiten Helfer einstellen, der auf einer Seite schon an.
Willst du mal die Klappe halten? Die hältst du doch auch nicht. Ja, ich fange hier nicht einfach an, Befehle zu erteilen. Eben, aber Befehle aus. Scheiße, da hast du jetzt selber einen reingedrückt, oder? Ich hab dir nur eine Vorlage gegeben. Ja, so schlimm war das nicht. Gut, P war das nicht. Ja, P ich ist der Shop. Kramer, ne? Ey, obwohl, die fahren ja alle mit Tempomat, ne? Im Endeffekt, ich glaub, einzelner Tempomat, oder? Der Argon 375 von Zane. Du bist egal. Die sind nicht nur durchdacht und ergonomisch gestaltet, auf ihnen fühlen sich die Fahrer richtig wohl. Die optimale Gewichtsverteilung, das ausgewogene Verhältnis zwischen tiefliegendem Schwerpunkt und hoher Bodenfreiheit sowie die freie Rundumsicht garantieren Sicherheit und Stabilität. Also hat das Ding keinen Sitz, das hat nur eine Stange oder was? Worauf sie sitzen, damit sie freie Sicht haben. Ach, 360 Grad Winkel oder was? Ich glaube, ich kaufe den mal. Ne? Mach das. Ich will mich ja wohlfühlen. Wenn ich meine Arbeit finde. Gott, oh Gott. Frontlader, Erntemaschinen. Oh Gott, doch will Ernte. Moment, das brauchen wir nicht. Zweiten oder was? Damit wir erst beide zu zweiter rumhacken, wie bescheuert. Oh, ein Grupper ist gerade im Angebot. Ja, der schlechteste. Ey, komm, wir haben noch 46.000, da kann ich auch den nehmen. Kann ich aber den nehmen. 6 Meter, der 5 Meter. Ja, nimm den für 6 Meter. Kaufen, kaufen, kaufen. Kann ich den Fenster rausschmeißen? Zweimal ansehen und ernten. Ne, einmal sogar nur. Auf dem Acker Gerste ansehen. Denkst du, du dafür Geld rausholst? Im Endeffekt so fahre ich ab jetzt immer. Genau. Felix, du musst im Endeffekt sehen, du kriegst das Geld für die Gerste. Und dann nachher, wenn wir die Biogasanlage fertig haben. Also wenn wir das abgedeckt haben und warum fahr ich denn? Gegoren ist. Ah, du bist so ein Schlaumeier, ne? Anstatt mal jetzt hinterzugehen und den Traktor mit dem Grober zu holen, ne? Ich fahr doch da jetzt hin. Aha. Mit dem Blatthäcksler hinten dran. Ich spar mich. Wieso? Da steht doch ein Traktor, du brauchst immer rüber switchen. Alter, Junge, schon mal was von Ironie gehört. Ja, bei dir ist aber selten, dass du mal ist selten, ja. Frag mal meine Mutter, die sagte, bestätigte das Gegenteil. Ist ja nicht jeder so ein Bogen. Ha! Dann lach ich. Das ist schlimmer. Genau. Alter. Sag mal, ist der blöd? Dieser Scheißhelfer. Der ist immer noch bei der ersten Linie. Und stehen geblieben. Ja. Warum macht er denn nicht weiter? Weil ich nicht eingestellt habe. So ein Problem hatte ich mit Helfern nicht. Ja, jetzt hört er auf. Was soll denn das? Keine Ahnung, was das ist. Ich mein Geld habe ich genug. Daran soll es sich liegen. So, da wieder auf. Ich muss ihm Licht machen. Ja, mach mal Licht an, Hack. Ich gehe dir an ein Licht auf. Pass auf, jetzt macht er weiter, oder? Nee. Hey? Ja, hier. Weißt du jetzt, was ich meine? Die Fugen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deswegen macht er nicht weiter. So ein Idiot, ist doch scheißegal. Ja, uns ist es scheißegal, an dem nicht. Gott, ey. Penibles. Ich will jetzt keinen Ausdruck sagen. Mir fällt kein gescheites Wort ein. Los. Fahr! Du Sau! Yo, aber schon wieder richtig geiles Megaleck. Richtig geiles Megaleck. Ja, ich drück Tempomat 1, ne? Zeig mir an. Ja, von wegen Fugen. Nix mit Fugen. Der hat einfach keinen Bock. Guck mal, wo Uhr. Im Spiel.
Ja, genau. Ja, dann will ich auch nicht mehr. Gute Nacht. Ich schlafe jetzt auf dem Boden. Das ist doch ein Witz, ey. Weil mit Licht hat das normalerweise nicht. Ist egal, mach ich trotzdem an. Deine Mama. Da, jetzt hört er wieder auf. Das ist scheiße. Leute, das gibt's nicht, Alter. Immer nur Probleme. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich möchte. Ich dachte, das soll ich machen. Darf ich hier grubbern oder was? Ey, der Freak da bei dir da im Traktor aus dem Arsch kommt. Bis dahin habe ich dann auch den Traktor schon rübergeholt, samt Grubber. Oder? Wie ich so oft H gedrückt habe, dass wir mit dem Fertig. Mit dem Fertigfeld sind, ja. Mit dem Fertigfeld sind? Ja. Ja, so schaut's aus. So, jetzt muss ich aber mal PDA anmachen. Bam. Willst du noch weiter ernten? Die Rüben. Oh. Der erste Anhänger, der ist schon so viel voll. Ja. Dann nehmen wir den ersten dann weg. Und das war's. Ah, oder? Oh! Ich war eben so im Gedanken, ich bin dreimal falsch gefahren. Oh, falsch fahren, das ist mir ja noch nie passiert. Ich habe mein Ziel immer erreicht. Vor allem die Felder kann ich immer gut unterscheiden. Alter, muss ich mal vorstellen, hinten. Uah, ich sehe nichts. Das müsstet ihr mal sehen, jetzt fährt er über die Berge. Ich glaube, mit einem Grubber hinten dran. Ich glaube, das überlässt du das nächste Mal bitte mir. Bei mir läuft wesentlich besser. Ja, es läuft. Sledge. Ja. Ne? Und ich glaube, die Orientierung überlasse ich das nächste Mal lieber dir. Wieso? Ich schub ihn dann einfach. Alter. Ey, du bist fahren wollte. Leute, nimmst du mir jetzt nicht für krumm, aber du bist auch manchmal zu doof zum Scheißen, oder? Hä? Heieiei. Ja, sorry, es ist 2.23 Uhr in der Nacht. 24. Ja, und das trifft mich hart. Immer mitten in die Fresse. Ja, genau. So sieht's aus. So, jetzt wieder beruhigen. Und jetzt steht der Affe da natürlich auf der anderen Seite des Feldes. Oder kommt mit dem Traktor mit der Gabel nicht klar? Deswegen probiere ich das jetzt. Ach so. Mit dem aus. Nee, dann nimm lieber den roten. Den guten Traktor gibt es keinen Helfer. Schnell abdreht. Du bist ein Penner. Der rote steht am Ende des. Mann. Oh, ich bin gleich da. Dann hängen wir hier hinter dem Traktor den roten. Hinter dem weißen roten. Traktor den roten rüber. Und dann abdreht. Ich bin Helfer eingestellt. Na. Hätte ich nicht noch gleich eine zweite Sämaschine mitbestellen sollen? Was? Geld hätten wir gleich. Zweite Saatmaschine. Ja, dann musst du nochmal zurückfahren. Okay. Okay. Vorher stelle ich hier mit dem Traktor einen Helfer ein. Um, nichts zu probieren. Ja, lass mich dann zurückfahren. Dann kannst du da mit der anderen Saatmaschine hinterher kommen. Wir haben mal eine darstellen. Aber erstmal stelle ich mir den Helfer ein, damit er endlich mal wahrscheinlich. Robert! Der Idiot! Wow, Jump! Yeah! Neue deutsche Welle! Guck mal da, die Spur des Zerstörers links von mir. Des dummen Helfers. Ich hoffe, das liegt nicht an dem Schwierigkeitsgrad, dass man bei Mittel keine Helfer einstellen kann. Das wäre bitte.
Wenn du bedenkst, wo wir auf der anderen Karte angefangen haben, haben wir den blauen Gruber gehabt am Anfang. Einen einzigen, womit wir alles machen müssen. Vor allem einen mit der Arbeitsbreite 3 Meter. Ja. Oh, das ist doch. Yeehaw! Guten Tag! Der hat ja nicht mal gegrubbert. Hä? Warum hat er gerade nicht gegrubbert? Vielleicht soll ich den Scheiß nicht hingestellt haben. Ey Leute, wenn ihr einen blassen Schimmer habt, warum das nicht funktioniert, bitte schreibt es unten in die Kommentare, weil... Hä? Warum?